Ja, die Sichtung all der vielen Sendungen für die Zuschauer hat letztendlich ergeben, eigentlich, dass Corona ein Riesengeschäft für die Pharma- und Medizinindustrie sei und dass besonders der Kollege von Christian Drosten Hunderte von Millionen Profit durch die Testungen jetzt einheimsen würde sozusagen. Und das baden-württembergische Ministerium hat in einem Dialog mit dem Begründer, ich glaube von sozusagen Querdenken, ja, letztendlich behauptet, es gebe, ja, dass es medizinischen Fortschritt gebe, sei so wie sicher wie das Wasser nass sei. Na? Gucken wir es uns mal faktisch an. Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Ja, das heißt, wir hatten vor 400.000 Jahren, vor 170.000 Jahren, wann auch immer die ersten Frühärzte der Evolution aufgetaucht sein mögen, hatten wir einen, der in der Wahrheit sich befand und sagte, ja, ihr solltet also nur naturbelassen euch ernähren, damit ihr starke Immunsysteme habt und toll, dass ihr so liebevoll miteinander lebt und so, das macht euch glücklich, gesund und langlebig, ja. Und irgendwann musste aber unter Bedingungen des Marktes, der Marktwirtschaft, zwangsläufig nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion der erste Früharzt auftauchen, der sich irrt und der sagt, nein, ihr könnt ruhig auch das ganze moderne, denaturierte Zeug essen, esst einfach, was euch schmeckt, das ist genauso gesund und was ihr braucht, sind meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung, Chemotherapien und Operationen, die müsst ihr bei mir kaufen, nur so könnt ihr gesund bleiben, ne? Ja, und die Leute fangen dann an, sich ungesund zu ernähren und den Billigmüll, den billig denaturierten Nahrungsbilligmüll sozusagen zu kaufen und werden immer kränker und kränker und brauchen und kaufen immer mehr bei diesem Früharzt und er kann dann eben hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel. Und da und seine sozusagen sein zentraler gewinnbringender Irrtum oder karrierefördernder oder vorteilbringender Irrtum breitet sich aus mit seinen ganzen erfolgreich geldmachenden Nachkommen sozusagen. Und daraus entsteht eben sozusagen so eine Großfamilie der Medizinprofessoren rund um Professor Christian Drosten und so weiter. Ja, und das zeigt also, dass unter Bedingungen des Marktes sich notwendig von Jahr zu Jahr mehr gewinnbringende Irrtümer, vorteilbringende, karrierefördernde Irrtümer anhäufen müssen, sodass die Medizin von einer Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung sich immer weiter entfernt haben muss. Von daher ist der Verdacht, der geäußert wurde vom Begründer von Querdenken, dass es doch sein könnte, dass die moderne Corona-Impfung am Ende vielleicht sogar richtig gefährlich sein könnte, durchaus berechtigt, denn der Fortschritt der Medizin war der Fortschritt in Richtung immer mehr gewinnbringende Irrtümer und eine immer mehr von der natürlichen Gesundheitsförderung sich entfernenden Entwicklung, sodass also diese Behauptung, dass es doch so sonnenklar sei, dass es einen medizinischen Fortschritt gebe, überhaupt nichts sein muss. Gucken wir uns doch die Ernährungssituation an. Da könnte man doch sagen, dass da hatten wir doch, müssten wir doch auch einen Ernährungs
ernährungsmedizinischen und ernährungsmäßigen, ernährungswissenschaftlichen Fortschritt zu verzeichnen haben. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen direkt nach dem Krieg waren noch einigermaßen gesund ernährt. Und heute haben wir überall auf der Welt Massenkrebs, Massenübergewicht, Massenherzinfarkte. Also wir haben lauter Zeichen an Schädigung. Und Dr. Med-Gerd Reuter hat auch aufgewiesen, dass es bewiesen sei anhand der Daten des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden, dass die Medizin uns jetzt wieder sogar die Lebenserwartung umdreht, dass auch wir jetzt, nicht nur die Amerikaner, sondern auch wir jetzt wieder anfangen, früher zu sterben, ja, weil die Medizin eben so viel tödliche Kräfte entfaltet. Wie gesagt, einer hat ja auch ganz deutlich gesagt, dass die Tötung durch Kontakt mit Medizin, also die sogenannten iatrogenen Tötungen, dass also die Tötung durch Ärzte die drittgrößte Todesursache in der Welt sei, nach Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Ja? Das heißt also, wir haben es bei der Ernährungssituation mit einem notwendigen Rückschritt zu tun, denn auch hier sind ja die gewinnbringenden Irrtümer, also hier dieser Frühhändler, der sagt eben auch, ja, das, was ich so denaturiert herstelle, ist doch genauso gesund wie das die naturbelassenen Früchte und ich kann die Sachen doch viel besser, billiger herstellen und seht ihr, die Sachen sind doch viel billiger als diese super reif geernteten, super teuren Früchte und so weiter, ja, und meine Sachen sind doch sind doch genauso gesund und seht doch, mit all den Chemikalien schmecken die doch auch genauso gut und sind genauso gesund, ja, und mit diesem Irrtum macht man eben richtig Geld, weil es eben viel billiger ist, den Leuten Zuckerwaren zu verkaufen als süße, reif geerntete Früchte. Und so breitet sich dann sozusagen, weil er eben zwei Kinder hier, viele Kinder ernähren kann, viele Enkel, Urenkel und so weiter, entsteht eine Händler-Großdynastie. Je mehr sozusagen jemand an gewinnbringende Irrtümer glaubt, an vorteilbringende und karrierefördernde Irrtümer, desto größer ist sein Profit und desto größer ist seine Ausbreitungswahrscheinlichkeit mit seinen Irrtümern in der Welt. Ja, und das heutige Tagesbild gibt uns auch nochmal die Möglichkeit, einfach nochmal hier, das soll hier um Corona gehen, aber es gibt uns eine schöne Möglichkeit, nochmals das Stichwort Bonobo-Kommunismus zu erklären. Ja, also Bonobos leben also in Kommunen. Ja, so Menschen, man sagt so, dass die Menschen so wahrscheinlich eine Kommunengröße von 60 bis 120 Individuen ungefähr so vielleicht einer Naturkommune entsprechen könnte, wie sie vor 400.000 Jahren wohl die glücklichstmöglichste Lebensform der Menschheit waren, die dann zerstört wurde durch die Marktwirtschaft, ja, durch den Markt, wie ich es ja eben schon gezeigt habe, ja. Und dann ist es eben so, dass hier die Töchter verlassen bei Bonobos und bei Menschen im Naturzustand, allerdings nie, nur im Naturzustand, verlassen sozusagen die Kommune und lieben sich dann, die Mädchen lieben sich dann hier in den umliegenden Kommunen ein. Und dort wachsen also die Enkelkinder und die Enkelkinder von denen hier auf sozusagen. Ja? Dadurch ist also sozusagen, bestehen hier überall zu diesen Kommunen liebevolle Beziehungen und es ist also ein Netz. Und wenn man das jetzt über die ganze Welt weitermalen würde, müsste man jetzt also hier zum Beispiel dann wieder einen Umkreis von Kommunen zeichnen, also wieder auch einen Kreis aufmachen. Und so war sozusagen in Afrika, wo wir ja alle herkommen, sozusagen, dass das Land überspannt mit solch einem Netz an Kommunen sozusagen, wo eben
die Menschen, die man liebt und die man beachtet, das sind eben die Grenzen auch des Bonobo-Kommunismus, dass man sich um diese Menschen hier kümmert, mit denen hochkooperative Beziehungen hat. Vielleicht geht der Ring noch mal ein Glied weiter, wo dann auch ja oft die Urenkel leben sozusagen. Noch ein, man können den Ring quasi noch mal eins weitermachen, aber viel weiter, allzu viel weiter, wird der Ring dessen der Menschen, mit denen man kooperiert, nicht gewesen sein. Also umso, und darauf bezieht sich die Fähigkeit, dass Menschen als wir und als sozusagen als die Nächsten sozusagen zu empfinden. Und genau deswegen ist es so absurd, wenn überall Ideologien entwickelt sind, dass diese hier sich sozusagen immer um die Fernsten kümmern sollen und sozusagen sich immer darum kümmern sollen, dass sozusagen die Rettung der dritten Welt soll Vorrang haben vor der Rettung der Nachbarn, ja? Aber der Mensch ist wie die Bonobos ein Lebewesen, das darauf orientiert ist, mit seinen Nachbarn in Liebes- und hochkooperativen Beziehungen zu leben und in allererster Linie mit seiner eigenen Kommune von bis zu 120 Individuen in Liebe zu leben und dort alles zu schenken. Wir Männer sind also genetisch darauf programmiert, alles den Frauen und Kindern zu schenken, mit denen wir in Liebe sind. Nun hat aber die Marktwirtschaft eben die Liebe zerstört, die Sexualität unterdrückt und uns die Körperfeindlichkeit gebracht. Und deswegen ist unsere Glücksquelle verloren gegangen und die Männer wurden macht- und akkumulationssüchtig im Sinne einer Ersatzbefriedigung für nicht gelebtes Kommunenleben. Ja, und ja, also das heißt, wir müssen ganz klipp und klar sagen, ja, und ich erinnere mich jetzt auch gerade noch an Attila Hildmann. Seine Rede war wieder feurig. Ich habe sie natürlich nur überflogen, weil ich so viel Verschwörungstheorie natürlich nicht verkraften kann. Also hier nochmal, hier haben wir ja die Liste sozusagen all derer, die wir noch erwähnen. Wo ist Attila Hildmann? Hier auf dem unteren Ende, ja. Attila Hildmann und Xavier Naidoo und Verschwörungstheoretiker und so weiter. Ja, eben dieser Gedanke, dass jetzt also sozusagen, ich habe eben beschrieben, ja, wie sich gewinnbringende, vorteilbringende und karrierefördernde Irrtümer in arbeitsteiligen Marktsystemen ohne ein planwirtschaftliches Lenkungsdach, zum Beispiel die Wohlfühlstimme als Korrektiv und so weiter und die Gesundheitsdaten und so weiter in den 20 Reformen der Next Scientist for Future.de, dass also ein ungelenkter Markt, ein Markt, der nicht durch ein planwirtschaftliches Schutzdach gezügelt und gezäumt wird, sozusagen, dass der notwendig uns allen riesigste Schäden zufügen muss, sozusagen. Aber ohne böse Absicht, denn die Menschen hier irren sich, ja. Und je mehr man sich irrt, desto mehr Profit kann man auf Kosten von Mensch und Umwelt halt machen, ne? Und dann glaubt man aber trotzdem, man sei ein guter Mensch. Und die Verschwörungstheoretiker wie Attila Hildmann unterstellen eben jetzt dann auch wieder in seinem Vortrag, diese Menschen seien irgendwie Teufelsanbeter oder irgend sowas und seien böse Menschen und so weiter. Und die böse Pharmaindustrie. Dabei realistisch dürfen wir nur davon sprechen, lieber Attila Hildmann, von einer sich irrenden Pharmaindustrie, die wirklich glaubt, dass ihre giftigen Substanzen wirklich Gesundheit bringen würden. Die glauben diese Irrtümer wirklich, die sind nicht böse. Die Marktwirtschaft ist böse. Wenn Attila Hildmann unbedingt was Böses braucht, dann bitteschön, der Markt ist böse, der ungelenkte Markt. Die Marktwirtschaft ohne ein planwirtschaftliches Schutzdach ist jede Form des Marktes und der Arbeitsteilung böse für uns Menschen, ja? Und wie gesagt, zur Erinnerung nochmal, wir erwähnen ja also diese Leute nur,
weil sie eben auch Wahrheiten bringen. Natürlich hat Attila Hildmann recht, dass die Pharmaindustrie uns Schaden zufügt, aber doch nicht mit böser Absicht, sondern aufgrund ihrer gewinnbringenden Irrtümer, ja? Und nicht, weil es sich um böse Menschen handeln würde. Also die Welt, der Markt zerstört unser aller Leben, auch dann, wenn es keinen einzigen bösen Menschen auf der Welt gibt. Ne? Und deswegen sollte man erstmal davon ausgehen, es gibt keinen einzigen bösen Menschen auf der Welt, aber der Markt, die Arbeitsteilung und die Marktwirtschaft ohne planwirtschaftliches Schutzdach sind böse. Ja? Und nichts sonst, ja. Ja, und lest euch durch wieder, sozusagen. All diese Personen hier irren sich sehr, haben aber auch einige Wahrheiten, wie ich es ja gerade bei Attila Hildmann gesagt habe, bezüglich der Pharmaindustrie. Einige Wahrheiten hat er eben auch. Alle diese Leute haben einige Wahrheiten, aber auch viele Irrtümer. Und alle, die jetzt hier nicht erwähnt werden, also hier jetzt nochmal diese Seite ruhig anschauen, all diese Namen, die hier erwähnt werden, gehören noch zu denen, wo immerhin auch noch einige Wahrheiten immer mal dazwischen sind. Und alle die, die wir nicht erwähnen, sind so voll Irrtümern, dass es gar nicht lohnt, sie überhaupt nur noch zu erwähnen. Also wir erwähnen jetzt einfach vieles nicht mehr, weil wir einfach nicht mehr auf jeden Irrtum eingehen wollen, den es in der Welt gibt, sozusagen. Ja? So, das heißt also, hier haben wir also nochmal, erinnern wir uns an dieses Bild, dieses Bild werde ich vielleicht sogar aufnehmen in unsere Bilder, weil das so schön die Kommunensituation verdeutlicht. Ne? Also, dann war es das mal wieder für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Bis bald, tschüssi.